So, da wieder. Diesmal auch für die Tagesaufgabe und nicht für lustige wissenschaftliche Experimente. Auch wenn das mit dem Wurm ja ganz interessant war, ich denke nicht, dass ich in der Tagesaufgabe jemals in den Wurm reingehen werde. Oh, Blondine. Ist das vielleicht zu tief? Nein. Okay. Ja, dafür gebe ich doch gerne ein Seil aus. Ganz viel Edelsteine, Gold und dich. Obwohl, warte mal. Ich glaube, ich gebe auch gleich noch eine Bombe hierfür aus. Zoing. Denn da ist eine Kiste. Komm, 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 komm. Seile hätten wir schon wieder zurück. Und da noch rein. Sollten eigentlich langsam nach unten uns durcharbeiten, oder? Ja, da ist nichts. Okay, weg, 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 weg. Wir wollen nicht einen Geist an der Backe haben. Du bist kein aufstehendes Skelett, nein. Zoing. Da oben ist eine Spinne und ich komme auch so nicht ran. Da kommen wir nicht weiter. Da ist eine... Wie wollten wir sie nennen? Eine Pfeilfalle, richtig? Eine... Mist. Bolzenfalle? Stein? Nein. Ich glaube, es war echt eine Pfeilfalle. So. Zink. Hm, sieht ganz gut aus vom Gold her. Oh, aber hier ist schon Ende. Ja, okay. 10.000 Gold, Küsschen, kein Schaden, ist Standard. Ein Seil ausgegeben, drei Seile bekommen, also zwei Seile plus, eine Bombe minus. Oder waren es sogar zwei Bomben? Scheint eine Bombe gewesen zu sein, denn ich glaube, man startet mit vier. Ja, da bist du. Kommen wir denn irgendwie zu dir? Nö. Das ist nicht so schön, aber ich glaube, ich gehe von rechts ran. Komme ich da auch schneller wieder weg. Ah, ja. Nix, okay. Also bisher mag ich die Map von der Daily. Nein. Ich sollte doch etwas... Ja, sehr schön. Zoing. Splatter. Und dich hätten wir gerne. So, jetzt aber zurück zur Blondine, die irgendwo hier gewesen sein muss. Hopp, hopp, genau, da bist du ja. Nichts drin. Splush, einer von euch? Ja. Noch ein Seil. Na gut, jetzt sind wir wieder auf dem Stand, an dem wir am Anfang des Spiels waren. Also ist okay von den Seilen her. Aber das eine Mal in der UFO-Welt, da hat mich echt traumatisiert. Wo wir dann auf diesem Felsen gestrandet waren und einfach nicht weg konnten. So. Die Pfeilfalle, da wird mein Tod sein, das sehe ich jetzt schon. Kommen wir überhaupt irgendwie hin, ohne noch ein Seil zu verbrauchen? Nö, okay, raus hier. Da riskiere ich nichts. So. Also die Blondinen stehen echt super hier. Also ja, man braucht meistens Seile oder Bomben, um hinzukommen, aber... Und ich habe da, glaube ich, links gerade einen Tempel gesehen. Dann zeig doch mal. Eine Brille. Finde ich jetzt nicht so toll, aber... Okay. Dich nehmen wir nicht mit, solange wir nicht wissen, ob hier irgendwo... ein stinkiger Händler ist. Und die Kiste hätte ich gerne. Die Stacheln sind nicht schön. Alle hopp. Das war gerade auch wieder zu hektisch. Oh, du hast ein Schloss dran. Ah, aber ich komme in die Kiste dran. Okay. Ich riskiere mal was. Also ressourcentechnisch riskiere ich was. Komm runter. So, und zwar... Oh, oh. Komm runter, komm runter.
hätte ich jetzt gerne. Die Kiste da oben noch. Bomben. Ja, goodie. Dann hätte ich gerne die Kiste da noch. Und den Schlüssel. So, und da unten ein Händler ist, werde ich auf keinen Fall oben den Götzen holen. Weil der wird durchdrehen. So, jetzt haben wir das Auge bekommen, also bräuchten wir die Brille gar nicht mehr. Wenn ich das richtig verstanden habe. Weil die machen eigentlich beides das gleiche, oder? Du bist nicht gut. Ich lauf mal... Ja, es geht. Okay. Man kann also an den Spinnen vorbeilaufen, auch wenn sie nur ein Feld über einem sind. Was krass ist, aber okay. 800 Gold. Komm schon. Aus einer Kiste. Also. Na gut. Raus. Was haben wir hier? So... Alles gut. Und raus. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal eine Blondine finden und nochmal einen Altar, dann soll es irgendwas ganz Tolles geben. Mal gucken. Hier sträuben sich die Haare und da ist eine Pfeilfalle. Die müssten wir erstmal irgendwie wegbekommen. Und ich höre eine Blondine. Und sehe ganz, ganz viele unliebsame Gäste. Wie war das, wenn wir mit der Pfeilfalle laufen und springen? Kommen wir durch? Jo. Mann, bin ich gut. So. Falsch. Du kommst mit. Das dauert viel zu lange, die Spinnweben. Das wird ein Horror, wenn ich das Teil aufhebe. Aber ich denke mal, hier wird kein Shopkeeper sein bei den ganzen Spinnen. Und wir können vielleicht ein paar Spinnen töten und die ganzen Juwelen einsammeln. Oder er macht gar nichts. Wo ist ein sehr doofer Stein? Sproing. Oh, das ist ein Shopkeeper. Mist. Okay, so wollte ich das nicht. Ich höre immer noch eine Blondine. Sproing. Da ist die Blondine. Die steht aber doof. Nö. Tut mir leid. Oh, da ist ein Edelstein. Den nehme ich mit, die Blondine nicht wirklich. So, wir müssen nicht. Wir müssen hier jetzt durch. So, das war Nummer 1. Oh oh. So, keine Bomben mehr. Sie ist weg. Das ist jetzt nicht so gut. Oh oh. Komm. Es müsste gehen, es dauert nur halbe Ewigkeiten. Komm. Au. Na also. Komm mit. Sproing. Peitsch. Wir haben langsam Zeitdruck. Ja, genau. Springschuh, komm mit. Komm, runter. Wo ist der? Oh, falsche Seite. Du kommst mit. Ganz viele Spinnen. Ja, ganz viele Spinnen, komm. Oh. Und raus. Zwei Leben verloren. Müssten allerdings recht viel Gold gemacht haben durch die ganzen Edelsteine von den Spinnen zum Beispiel. Ja, aber keine Bomben und genauso viele Lebenspunkte wie am Anfang ist keine so tolle Grundlage für einen Dschungel, finde ich. Vor allem keine Bomben. Dass hier doch ziemlich viele Situationen gibt, wo man sich durchspringen muss. Jedenfalls gefühlt. Oh. Da kriege ich Lebenspunkte. Wenn ich es geschickt anstelle. Sonst bin ich aber nur tot. So. Royal Jelly? Nein. Wie sah das Royal Jelly aus?
Hier ist vielleicht gar keins. Das wäre nicht so schön. Komm hoch. Komm hoch. Oh, du bist keine normale Wespe oder was auch immer du bist. Ah, da kommt das Shelly her. Okay, wieder was dazugelernt. Ich höre keine Blondine. Ah doch, ich höre eine Blondine, aber ich weiß nicht wo. Oben, ha? Huh? Da ist noch so ein Ding. Also selbe Ding. Okay, runter und runter. Wo zur Hölle bist du? Ja, da kommen wir nicht ran. Keine Bumpenarm ist doof. Okay, und ich will runter, verdammt, lass mich. So. Na, oh. Ja. Ne, wir werden zur Nudie nicht hinkommen. Wir sollten jetzt nichts riskieren, einfach raus. Jetzt haben wir ein paar mehr Lebenspunkte. Also Zeug. Die Stachelfalle da ist doof. Zeug. Oh, 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 peitsch, peitsch. Schon haben wir noch 2 Lebenspunkte mehr. Raus. Obwohl, warte mal, den. Die Vase können wir noch mitnehmen. Ja, bisschen Gold. Da ist auch noch eine Vase. Noch ein bisschen Gold. Und jetzt aber raus. Sehr chaotisch. Und das mit dieser Wespenkönigin hätte gut ins Auge gehen können. Anscheinend kann sie nicht in so eine kleine Nische rein. Und wenn wir da nicht drin gewesen wären, wären wir einfach tot gewesen. Die Musik ist komisch. Oh. Ich würde ganz gerne an die Kiste daran. Ich würde Tiki-Fall übersehen. Ich dachte schon, das wäre ein Dino-Ei. Oh, war ja. Ich hätte jetzt gerne einen so einen Gali-Tempel. Spiel. Bitte. Wow. Okay. Also, du kommst mit. Wir gehen mal einen anderen Weg. Der Bumerang. Bin ich gerade über dem Wasser gesprungen? Au. Ich würde gerne hier weg. Oh, da hat was gepinkt. Komm mit. Irgendwo da hinten hat es gepinkt. Oh, da geht's gar nicht weiter. Das ist nicht so schön. Also muss ich jetzt doch durch den nervigen Bereich hier. Mit dem Tiki-Mann. Zeug. Oh, oh. Komm mit. Zeug. Oh, da ist der Ausgang. Sehr schön. So. Oh, oh, oh. Wir haben leider keine Bomben, um die um den Schwarzmarkt freizuschalten. Spinne, was machst du hier in dem Level? Zoink. Und raus. Ja, es ist genau hier beim Ausgang, aber ich komme trotzdem nicht ran. Glaube ich. Raus. Raus, 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 raus. Nicht rumexperimentieren, einfach raus. So, Küsschen. Sehr schön. Auch wenn wir dich eigentlich opfern wollten, aber. Au, hey! Du war Agrofrosch. Das ist unfair. So. Das war interessant. Da geht's gar nicht weiter. Okay. Ich höre eine Blondine. Da müsste ich rüberkommen. Okay. Hallo, komischer Tiki-Mann. Au. Das war 2 Leben, oder? Was soll das denn? Okay, vorsichtig.
vorsichtig, vorsichtig. Oh, Flattermaus. So. Da unten ist irgendwo irgendwas. Komm schon. Ja, ich sehe nichts. Okay, okay. Wo ist die Fackel hin? So, hier bei ihm, ne? Ja. So, dich hätten wir. Im Dunkeln an Lianen, an Affen vorbei. Das stelle ich mir jetzt nicht so toll vor. Warte mal, können wir die Leiche von ihm hier irgendwie als Geschoss missbrauchen? Falsche Richtung. Tut mir leid. Tut mir leid. Guck nach da, verdammt. Nee. Okay, ich werf die. Wenn ich die Fackel rüberwerfe, dann kommen wir da nicht mehr hin. Ach, die. Ah, doch, die schmeißt mich runter. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können gerade. Mit ihm. Gleich kommt der Geist, das ist. Okay, Geronimo. Aha. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So. Jetzt muss ich noch an der tödlichen Tiki-Falle vorbei und an der Killerschnecke und noch einer Tiki-Falle und so. Ein Geist kommt raus. Zwei Herzen nur noch. Jetzt kriegen wir einen Shop mit einem Jetpack. Nee, komm, ich habe gerade so viele Punkte. Oh. Und Jetpack ist schon praktisch. Na komm, wir sehen nicht mal. 32.000, das kannst du knicken. Dafür bin ich viel zu geizig. So. Nein, bin tot. Seht ihr, hätte ich Jetpack gekauft, dann, ne, wäre das ganze Gold jetzt weg. Die Luft war um ein Vielfaches kälter. Ich war fast im nächsten Bereich. Ja, ja. Haben wir eigentlich gerade 2 Schadenspunkte durch den Bumerang bekommen? Oder war das ein durch den Bumerang und ein gegen die Pflanze oder so? Sei es drum. 65.000. Guter Wert, jedenfalls für mich. Gucken wir mal, was die Bestenliste sagt. Tada! Erster Platz. Wow, was ist mit dir passiert? Und mit dir. Und das war's. Ja, okay. Ich kann zufrieden sein, würde ich sagen. Und wir sehen uns morgen wieder.